Wir haben zu Gast den Nippo Passau. Schön, dass ihr da seid. Und auf der Gegenseite die Red Sox der DDR Kaiserstadt. Also es ist so, wir haben im letzten 12-8 gewonnen, diesmal 14-6 verloren. Die Kämpfe waren in etwa gleich, nur dass halt diesmal wir weniger gewonnen haben. Und man muss sagen, manche waren auch recht knapp, da haben unsere Judoka geführt, hinten raus noch verloren. Deswegen ist so ein hohes Ergebnis wahrscheinlich, spiegelt nicht wieder die Realität. Auf der anderen Seite war Passau richtig gut besetzt und da war nichts dran zu rütteln, die waren heute besser. Was man sehen muss, ist, dass unsere Mannschaft stark ist. Es sind viele junge Leute dabei. Zum Beispiel Robert Kohlhuber, Paul Fjerstl haben ganz stark gekämpft. Das ist einer der stärksten Passauer, den sie als Gegner hatten. Robert hat gewonnen, Paul war in Führung. Das sind so die Sachen, worauf es ankommt. Also, dass unsere jungen Kämpfer eingebunden werden, dass die Erfahrung sammeln. Und das ist auch so das Ziel dieser Saison.